herzlich willkommen auf Lanzarote. Ich freue mich, dass Sie den Schritt geschafft haben, hier zu uns auf die Insel des ewigen Frühlings, der Insel der Vulkane und der Insel des Cesar Manrique. Als vor 40 Jahren die erste Passagiermaschine hier auf Lanzarote landete, da befand sich der Flughafen hier drüben. Hier mussten die Gäste ihre Koffer noch selbst aus den Flugzeugen nehmen und dann in den bereitstehenden Taxis den Weg zu ihren Hotels aufnehmen. Im Laufe der Jahre wurden drei neue Terminals gebaut auf Lanzarote. Auch der letzte, der große Terminal, der im Jahre 2001 in Betrieb genommen wurde, hat nun seine volle Kapazität erreicht. Deshalb ist auch in Zukunft hier eine Flughafenerweiterung geplant. Ich werde Ihnen in der nächsten Zeit die Insel des ewigen Frühlings, die Insel der Vulkane und die Insel des Cesar Manrique etwas näher bringen. Folgen Sie mir einfach auf einer Reise über Lanzarote.